Servus und schön, dass ihr wieder reinschaltet bei mir im Kanal. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie man mit diesem Meisterdübler arbeiten kann. Ich zeige euch den mal in Nahaufnahme. Das ist das Teil, ich verlinke das dann auch unten im Video nochmal, wie man damit recht schön Verbindungen herstellen kann und wie zufrieden, dass ich damit bin. Jetzt kann man sagen, jetzt fängt der noch an mit dem Meisterdübler vorzustellen. Ja, ich denke, ich zeige euch trotzdem mal, wie ich das so oder wie meine Erfahrungen so sind, weil es schadet ja nie, wenn man mehrere Erfahrungen einholt. Jo, in dem Sinne würde ich sagen, starten wir gleich. Ich zeige euch mal nochmal die Ausgangsmaterialien, die ich jetzt verwenden will. Und dann dübeln wir einfach mal drauf los. Also das erste ist dieser Meisterdübler. Das ist eigentlich schon alles an dem Teil. Hier oben kann man letztendlich aufschrauben und hinten diese Schiene verschieben. Für was wir die brauchen, erkläre ich dann noch. Der hat insgesamt drei Löcher und zwar 6er Bohrung, 10er Bohrung, 8er Bohrung. Damit kann ich quasi 6er, 10er und 8er Dübel setzen. Und ja, ansonsten hinten sind ein paar Dinge aufgezeichnet, die können wir dann noch mal zeigen. Aber das war der Dübel. Was brauchen wir sonst noch dazu? Ich habe jetzt einen 8er Bohrer eingespannt. Ich dübel jetzt einfach mal ein paar 8er. Dann habe ich noch so einen Abstandshalter, mit dem ich dann letztendlich definiere, wie tief ich das Loch bohre. Dann braucht man natürlich ein paar Dübel, auch die habe ich hier, sieht man. Und zuletzt einfach nur ein paar Bretter. Ich habe jetzt mal hier drei solche Brettchen genommen und da werde ich jetzt mal vielleicht hier an die Stirnseite was ran dübeln, dann eine T-Verbindung. Schauen wir mal, wie das jetzt läuft. Jo. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video, hoffe euch gefällt und sollte es euch gefallen, lasst mir ein Like da, ein Abo da und in dem Sinne geht schon los. Das erste Teil, das ich jetzt mal dübeln will, ist quasi dieses Brett und vorn an die Stirnseite will ich das Gegenbrett hier so drauf dübeln. Okay, ich habe gesagt, ich möchte einen 8er Dübel bohren setzen. Das ist bei mir jetzt quasi dieses Loch. Ich setze das Brett hier jetzt mal an und spanne das so ein. Zufall ist jetzt, dass das genau die 26 mm reinpassen. Wird es breiter, habe ich quasi ein Problem. Das hier geht noch. Dann überlege ich mir, wo ich den Dübel setze. Das ist jetzt eigentlich mal egal. Wenn ich ihn natürlich weiter hinten will, dann schiebe ich das noch ein bisschen rüber. Ich lasse ihn jetzt mal so, wobei, gehen wir noch ein bisschen rüber. So, an die Stelle. Jetzt ist zu überlegen die Bohrtiefe oder die Dübeltiefe. In diesem Brett kann ich natürlich tiefer rein. Und das Brett hier ist ja nur sehr, sehr schmal. Ich glaube 16 oder 17 mm. Also gehe ich hier, sagen wir mal, 10 mm rein und 30 mm den Rest vom Dübel in das andere Feld, in das andere Brett. Ich nehme dazu mal das Teil ab. Muss jetzt bei mir ausnahmsweise diesen Begrenzer wegnehmen. Ich sage gleich warum. Normalerweise könnt ihr den dran lassen. Messe jetzt quasi meine 30 mm Bohrtiefe. So, messen wir das mal an. Schauen wir mal. Ich gehe jetzt mal so. Und dann setze ich hinten meinen Tiefenbegrenzer quasi drauf, damit ich einfach nicht tiefer bohre. So. Das war im Übrigen auch der Grund, warum ich jetzt diese Halterung weggenommen habe, weil meine Begrenzer hier einfach zu groß sind. Okay, so, dann spanne ich mal den Bohrer ein. Na.
Okay, läuft. Nimm das Brett. Setz hier quasi an. Hoffen wir, sieht es, genau. Idealerweise spannt man das jetzt natürlich noch ein. Ich lasse das jetzt mal, ich bohre jetzt mal so rein. Setz an diesem Achter an. Na. Und setze hier mein Loch. So, Loch Nummer 1 gesetzt. Und ich setze jetzt mal das zweite Loch. Ihr habt gesehen, ich habe das Brett jetzt mal gedreht. Weil wenn das stimmt, dass das immer in der Mitte ist, dann sollte ja das unabhängig davon sein, wie ich das Brett halte. Ich schaue das mal. Ja, okay. Das setzen wir jetzt hier so rein. Gehen wir noch ein bisschen rüber. Und dann setzen wir den zweiten Dübel einfach an der Stelle. Okay, ich habe jetzt zwei Löcher. Die sind in einer Flucht. Und jetzt setze ich mal den Dübel. Natürlich würde man jetzt den Dübel zunächst mit Leim benetzen. Klar, darauf verzichte ich jetzt mal. Und schlage die Dübel jetzt mal rein. Also ich bin ein bisschen mehr als 30 mm rein. Dann habe ich hier jetzt noch 9 mm. Okay. So, die neue Bohrtiefe ist arretiert. Ich gehe jetzt hier deutlich weniger tief rein. Ich habe jetzt mal das Brett ausgetauscht, weil das andere war zu klein zum Einspannen. Dann, ihr seht das gleich. Also ich könnte jetzt da ein wenig tiefer auch rein. Ich bleibe jetzt mal bei diesen 0,9 mm, bei den 9 mm. So, jetzt müssen wir quasi das Maß abnehmen. Dazu führt ihr quasi das Teil hier so ein. Vorher könnt ihr die Schraube lösen. Ich zeige das mal. So, setzt es auf den bereits gesetzten Dübel drauf, schiebt dann quasi den Anschlag hinten ran. So, und dann ziehen wir die Schraube wieder fest. Damit haben wir quasi genau den Abstand, den wir brauchen. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch einlegen oder einspannen. So, ich spanne das jetzt mal hier so ein. Genau. Führ das hier quasi drüber. Das ist meine Achterbohrung. Hier sitzt der Dübel. Führe ich drüber bis zum Anschlag. Schau, dass das passt. Genau. Und jetzt spanne ich das einfach mal ein bisschen fest, damit ich schön schrauben kann. So, und jetzt nehme ich quasi wieder meine Bohrung und bohre hier rein, passt, setze geschwind den zweiten Dübel, den habe ich nur entfernt, weil sonst kommt nicht mehr rein, okay, und mache quasi das gleiche auf der zweiten Seite, muss ich jetzt nur umspannen, so. Schauen wir, ob es passt. Jawohl, liegt an. Und bohre jetzt mein zweites Loch. Okay, damit habe ich quasi Gegenseite gebohrt. Und jetzt schauen wir mal, ob das passen würde. Natürlich käme im Normalfall jetzt noch der Leim drauf. Setze das hier an. Und perfekt. Ihr seht es, so leicht geht's. Mit dem Leim wird das jetzt natürlich halten. Also wäre das die erste Art, ja, einfach eine Eckverbindung herstellen.
Ich zeige euch noch eine zweite Art, und zwar wie man eine T-Verbindung herstellt. Dazu zerlege ich jetzt meine Eckverbindung wieder. Bleib bei diesen Löchern, weil die kann ich ja brauchen, und jetzt versuche ich das einfach mal hier in die Mitte reinzusetzen und zu schauen, ob das genauso funktioniert. Ja, es wird genauso funktionieren. Wie geht das jetzt? Also zunächst muss ich mir mal überlegen, wo will ich den Dübel oder wo will ich das Teil eigentlich setzen. Ich sage jetzt einfach mal, ich möchte das hier durchhaben. Zeige mir das mal zunächst an. Okay. Ja. Okay. Also hier bin ich drauf. Und da muss ich mir noch überlegen, da muss ich quasi rein. Also die Technik ist die gleiche wie gerade, nur jetzt der Unterschied. Das untere Teil ist natürlich jetzt an der Stelle sinnlos. Ich brauche es ja nicht. Also schraube ich das ab. Nehme es weg, schraube die Schraube hier nochmal fest. So, und jetzt geht es eigentlich genauso. Ihr seht es, ich habe das hier angezeichnet. Leg das jetzt hier mal her, und an der Kante ist eine Linie. Das ist quasi genau die Mitte vom Dübel. Naja, und genau die Mitte vom Dübel richte ich jetzt quasi mal aus. Das Ganze sollte natürlich parallel da liegen. Genau. So, spann das jetzt fest. Das machen wir jetzt. Und setze meine Bohrung. Wieder der zweite Dübel rein. Hier wieder in die Achterbuchse. Okay. Zerlegt es. Und dann schauen wir, ob es klappt. Setzt es hier an. Und ihr seht, die T-Verbindung ist fertig. Also, geht eigentlich absolut simpel. Und von daher, mit ein bisschen Übung und vor allen Dingen mit der richtigen Anwendung der entsprechenden Griffe, kann man hier wirklich sehr, sehr schnell und sehr, sehr einfach Verbindungen herstellen. Das war's auch schon wieder mit dem Video. Ihr habt gesehen, wie schnell es mit diesem Meisterdübler tatsächlich geht. T-Verbindungen oder Eckverbindungen. Eckverbindungen herzustellen, also wirklich super schnell. Hoffe, dass der ein oder andere von euch sagt, hey cool, werde ich auch mal probieren. Mir hat es gefallen, ich hoffe, euch hat es auch gefallen, und ich verabschiede mich wie immer aus meinem Video mit Servus und habe die Ehre aus der Oberpfalz.